Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von... oh, hier ist aber was los. Von Emergency 5, ihr seht's schon. Wir haben wieder eine ganze Menge zu tun. Jawohl. Wir brauchen einen Rüstwagen noch. Verstanden. Dann brauchen wir, wie viele Opfer gibt's? Zwei Opfer, das heißt, wir brauchen zwei Rettungswagen. Wir brauchen... zwei Notärzte habe ich jetzt gesendet, aber wir brauchen natürlich auch noch zwei Rettungswagen. Wir brauchen zwei Abschleppfahrzeuge. Bin dabei. Ja. Erst gelöscht werden, bevor wir sie abtransportieren können. Ja, das ist mir klar. Trotzdem mache ich schon mal jetzt alles fertig. So, das ist absolviert, der Einsatz. Dann können wir es ja mal erstmal... Aus ungeklärten Gründen ist ein Schiff in Brand geraten. Oh. Mehrere Besatzungsmitglieder haben jetzt wird's langsam lustig, weil jetzt kommen zwei Einsätze parallel. Löschen Sie alle Brände und retten Sie also, alle wir brauchen das Feuerlöschboot. Bin dabei. Wir brauchen einen Rettungshelikopter. Wird gemacht. Und wir brauchen einen Berge-Helikopter oder sowas. SEK-Helikopter, das ist falsch, glaube ich. Der soll dann erstmal hier landen. So, dann brauchen wir irgendwie so einen scheiß Helikopter, Bergungshelikopter, genau. Okay. Und dann soll der den mitnehmen. Dann brauchen wir ein Tanklöschfahrzeug. Oh Junge, das ist aber jetzt echt krass. Das muss hier auch mitlöschen. Sofort. Dann brauchen wir, stimmt, wir müssen ja noch die Verletzten da aus dem, Sumpf da retten. Wir müssen mal schauen, wo wir das jetzt am besten hinpflanzen können. Am besten mal kurz Stopp. Damit uns jetzt nicht irgendwelche Zeit hier verlieren geht, flöten geht. Hier, nee. Wieso kann ich denn da nicht anlegen? Mit dem blöden Fahrzeug. Oh Leute, wo kann ich denn das hier anlegen? Kann wohl nicht wahr sein, dass jetzt hier überall keine Anlegestelle ist. Ah. AE. Wie kann das sein? Eigentlich gar nicht. Mal hier gucken. Hier ist auch nichts. Mal nochmal hier in die Richtung. Hier ist Kartenende. Ja, dann schauen wir nochmal nach, ob hier vielleicht irgendwo was ist. Nee, das sieht auch schlecht aus. Hä, wo soll ich denn das Schiff jetzt anlegen lassen? Da fährst du ja ewig. Oder ist hier irgendwo was? Nee. Hier ist nirgendwo was. Hier ist auch nichts. Hier vielleicht. Hier könnte irgendwo was sein. Ich glaube, hier irgendwo habe ich mal eins anlegen lassen. Ist jetzt gerade blöd, dass man nicht weiter rauszoomen kann. War das nicht hier irgendwo? Wo war das denn? Hier war das. Das ist aber ein ganzes Stückchen. Dann senden wir hier auch den einen Rettungstransportwagen, den wir jetzt noch übrig haben, und den hin. Und schauen uns dann hier mal kurz an. Genau. Der löscht da fleißig rum. Zu Befehl. Bin bereit. Jawohl. Was geht's? Ist in Arbeit. Was geht's? Kein Problem. Was geht's? Okay. Erwarte kein Problem. So, und dann... Machen wir das mal weiter. Dann sollen die sich hier mal alle mit einem Feuerschlauch bewaffnen. Und dann mitlöschen. Ist in Arbeit. Zu Befehl. Höre. Alles klar. Okay. Erwarte Befehl. Alles klar. Alles klar. So. Wie sieht das beim Schiffsbrand aus? Höre.
So. Ja? Bin bereit. Zu Befehl. Was geht's? Das müsste jetzt einmal runtergelassen werden. Bin dabei. Jawohl. So, dann wird der da abgelassen und dann kann der den hoffentlich gleich mitnehmen. So, dann soll der nochmal den da mitnehmen. Was ist jetzt? Hier, den. Alles klar. Bin bereit. Dann müssen wir jetzt mal darauf ausweichen. So, jetzt müssen wir uns darum kümmern. Ja, die fahren noch. Verkehrsunfall. Alle Brände löschen ist erledigt. Jetzt. Sofort. Der kann auch mal das machen. So, der kann schon wieder einsteigen. Dann schauen wir mal beim Schiffsbrand nach. Diese Rettungshelikopter sind natürlich sehr praktisch. Wenn wir jetzt noch einen hätten, das wäre natürlich sehr gut. Zu Befehl, wird gemacht. So, die sind da. Fast da. Mensch, das ist so eine riesige Distanz. Dann sollen die mal schnell voran machen. So. Zup. Da haben wir's. Bin bereit. Und dann können die mal hier die Verletzten. Bin dabei. Rausholen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Die werden verarztet, das sieht gut aus. In Ordnung. Ja, die werden auch verarztet, das sieht auch ganz gut aus. Der kann den mitnehmen. Der kann den mitnehmen. So, der kann ins Headquarter zurück. Wird erledigt. Ja, bin bereit. Höre. So, jetzt ist das langsam alles ein bisschen vernünftiger hier. Schiffsbrand. Wie sieht es da aus? Der Brand ist gelöscht. Jetzt müssen die Verletzten geborgen werden. So, der kann ins Headquarter zurück. Der kann auch ins Headquarter zurück. So, jetzt sind beide Dings, die sind beide drin. Dann können die mal wieder, hier wäre noch eine Ankerstelle gewesen, aber ist natürlich sehr, sehr. Jawohl, bin bereit. Bin bereit. So, beim Schiffsbrand, da bräuchten wir jetzt nochmal, also der kann zurück ins Headquarter. Jetzt brauchen wir nochmal einen Rettungsheli. Jawohl. Die sind ja immer total schnell da. So. Da sind sie. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Perfekt. Da ist auch schon. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So. Was müssen wir jetzt? Wir müssen jetzt das doch landen lassen, oder? Was passiert jetzt da? Wieso lässt er sich nicht hier irgendwo landen? Achso. Okay. So. Sofort. Höre. Der kann schon einsteigen. Höre. Die holen den ab. Kein Problem.
Jetzt ist das soweit auch alles geklärt. Dann sollen Sie mal ein bisschen hinmachen. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, gut, der wird weggebracht. Jetzt, wo sind jetzt unsere ganzen Fahrzeuge? Hier. Das heißt, der muss wieder einsteigen. Und der müsste wieder einsteigen. Das können wir gerade vorspulen lassen, damit die dann auch schnell wieder ins Headquarter können. Wird erledigt. Erwarte Befehl. Alles klar. So, jetzt brauchen die noch Notarzt hier. Höre. Zu Befehl. Einer liegt unterm Dings, das ist natürlich praktisch. Wird gemacht. So. Höre. Bin dabei. Medizinischer Notfall. Bevor der irgendwas ansteckt hier, irgendwen ansteckt, muss der... Ah, wir können hier schon mal einen zweiten Rettungswagen hinschicken. Zu Befehl. So, die dürften, die Notärzte dürften jetzt in der Zentrale sein, ne? Sind aber noch nicht. Einen bräuchten wir hier noch. Warum sind sie noch nicht drin? Jetzt ist einer hier. Wird gemacht. Und den anderen bringen wir dann hier hin, wobei wahrscheinlich brauchen wir den nicht mal. Den sparen wir uns. So. Das kann ins Headquarter zurück, das Ding. Der Rettungswagen, der kommt. Bin bereit. Mal hier hin. Da. Höre. Ist in Arbeit. Gefährliche Manöver, die da durchgeführt werden von dem komischen Fahrzeug. So, wie sieht das mit dem medizinischen Notfall aus? Da ist sofort jemand vor Ort. Das sieht ganz gut aus. Oder? Will der? Ne, der will gar nicht dahin. Ja, dann kümmern wir uns nochmal um den Schiffsbrand. Ja? Höre. Zu Befehl. Was geht's? Und der wird dann da nochmal verarztet. Was geht's? So, wie sieht es jetzt beim medizinischen Notfall aus? Der dürfte jetzt... warum steht die Person denn da einfach? Erwarte Befehle. Bin dabei. So, dann wird sie jetzt sofort auch verarztet. Ja, perfekt, würde ich sagen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Der ist, der war das, dem Tod nah, diese Person. So, der medizinische Notfall wird verarztet. Können wir auch wieder vorspulen. Ach, die hat die Vogelgrippe. Mensch. Notruf, Gebäudebrand, Ursache unbekannt. Es befinden sich noch, das ist wieder die Reimkunst, auch im Spiel. Ach, jetzt kann sie einfach weitergehen, die Person. Das ist auch das Tolle hier in dem Spiel. Es geht nur hier. So. Jetzt brauchen wir einen Tanklöschfahrzeug. Alles klar. Und wir brauchen ein Drehleiter-Korbfahrzeug. Okay. Das entsprechend... Wo sind denn hier die Personen, die gerettet werden wollen? Ich habe jetzt schon das Drehleiter-Korbfahrzeug. Ja. Ja, werden wir sehen. Jetzt gucken wir nochmal gerade hier. Höre, verstanden. Dass der abtransportiert wird. Zu Befehl. Ja? Ist in Arbeit. Achtung! Bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. Was geht's? Rüsten Sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Ist in Arbeit. Ah, das, dann okay. Brauchen wir ein Rüstfahrzeug hier. Das konnte ich nicht wissen. Verstanden. So. Dann dürfte der Schiffsbrand jetzt gleich der Rettungstransportwagen bringt das geschafft sein. Station in der Basis.
Höre. Verstanden. So, das können wir schon wieder nach Hause schicken. Okay. Das war ein Fehleinsatz von mir. Fehlkoordination. So. Höre, bin dabei. Da müssen wir einen mit einer Axt ausstatten. Wird erledigt. Dann wird da mal ordentlich Radau gemacht. Damit es noch ein bisschen schneller geht, kann der mit löschen. Ja. Ein Arbeiter wurde beim Verladen von Containern im Hafen verletzt. Versorgen Sie. Wir können uns einen neuen Rettungshelikopter besorgen. Oder wir können uns, na, fast. Höre. So. Das Dings ist hier fertig. Bin bereit. Sofort. Höre, ist in Arbeit. Höre, in Ordnung. Bin bereit. Wird gemacht. Hier ist alles fertig. Das ist gut. Es ging jetzt alles sehr schnell. Medizinischer Notfall. Das wird einfach mit einem Heli jetzt gemacht. Würde ich vorschlagen. Ich weiß nicht, ist der teurer? Jedenfalls ist er für mich viel bequemer. Und ist auch viel schneller. Zu Befehl. So, nochmal einen Schluck Kaffee. Wie es weitergeht, wie wir das dann hier mit dem Heli absolvieren, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.